Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Ich freue mich, euch an diesem Sonntagmorgen begrüßen zu dürfen. Ich heiße alle herzlich willkommen, die übers Internet sich angeschlossen haben, wo immer ihr euch auch befindet. Alle sind herzlich willkommen im Hause des Herrn. Er lädt so freundlich ein. Er will mit jedem ein Verhältnis haben. Drum kommt und betet an und beugt euch nieder vor diesem herrlichen Gott. Ihm sei Lob und Preis und Ehr. Nächstes Wochenende ist schon Erntedankfest. Wir sprechen unseren Dank der Jugend aus, die unseren Gemeindesaal so schön geschmückt hat. Wer möchte, kann während der Woche oder am Sonntagmorgen Lebensmittel bringen und sie hinten in den Kasten tun, der beim Welcome Center bestimmt stehen wird. Newark Neighbors bittet uns Speisespenden, da sie hoffen, viele Familien zum Erntedankfest zu unterstützen. Wollen wir Gottes reichen Segen mit anderen teilen. Da heute World Communion Day ist, wollen wir uns heute Abend um 5 Uhr treffen, um das Abendmahl in unserem Auditorium zu feiern. Die Cornerstone Community Kirche und Bethany Vereinigte Mennonitengemeinde sind eingeladen. Die Einzelheiten stehen im Blättchen. Am Dienstag trifft sich wieder der Frauenverein, um Decken zu nähen. Am Abend ist dann noch Gebetsstunde von 6 bis 7. Alle sind eingeladen. Wir wollen unserem himmlischen Vater beides unsere Freuden und Sorgen bringen. Weiterhin, vielleicht interessiert sich jemand an dem Frühstück der Frauen am Donnerstagmorgens. Details stehen auch im Blättchen. MOPS beginnt am 12. Oktober und man meldet sich bei Anna Janssen. Es sind noch weitere Bekanntmachungen vom MCC im Blättchen, wie auch eine kurze Zusammenfassung des jetzigen Budgets. Im unteren Gang, hier in unserem Kirchengebäude, sind eine Menge Bilder ausgestellt worden. Bitte geht und genießt diese Ausstellung unserer kreativen Gemeindeglieder. Den Aufruf zur Andacht lese ich aus Psalm 37, Verse 5 und 6. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Renate bringt uns heute die Botschaft ein bisschen mehr Glaube. Die heutige Andacht wird dann am 9. Oktober um 10.30 Uhr auf Cogeco Kabel 10 gezeigt werden. Und die nächste deutsche Andacht wird, so Gott will, am 16. Oktober um 9.45 Uhr stattfinden. Wollen wir noch miteinander beten? Himmlischer Vater, wir kommen an diesem Morgen zu dir. Lob und Preis sei dir allein. Wir wollen dir ein neues Lied singen. Du bist getreu in all deinen Worten. Du bist gnädig in all deinen Werken. Gnädig und barmherzig bist du, Herr, geduldig und von großer Güte. Du erbarmst dich aller deiner Werke. Wir setzen unsere Hoffnung auf dich, da du die Treue ewiglich hältst. Bei dir, Herr, fühlen wir uns geborgen und verstanden. Wir bringen dir unseren Dank. Wie reichlich hast du uns beschenkt, uns beschützt, uns geführt. Wir bringen dir unsere Sorgen, unsere Wunden, unsere Kranken und all die Freunde und Familienglieder, die dich noch nicht kennen, Herr, legen wir dir ans Herz. Du willst so gerne ein Verhältnis mit ihnen, auf dass sie ewiglich bei dir sein können. Wie dankbar sind wir, dass du uns deinen Sohn schicktest, auf dass alle, die an Jesus glauben, das ewige Leben erhalten können. Mögen viele deinen Ruf hören und kommen. Wir denken an diesem Morgen an die Kranken in unserem Gemeindekreis, die sich so sehnlichst Genesung erwünschen. Manche Situation scheint trostlos zu sein, aber du kannst heilen und Kraft geben. Du kannst Genesung bringen und das Herz mit Hoffnung erfüllen. Wir denken an die Menschen, welche Lebenswege eingeschlagen haben,
die schädlich sind, die zum Tode führen. Sie sind gefangen, Herr. Sie brauchen deine heilende, helfende Hand, um frei zu werden. Herr, zieh sie zu dir. Erinnere sie an die Hoffnung, die durch Jesus allein kommen kann. Nur durch Christi Opfer am Kreuz können auch sie im gesunden Verhältnis mit dir stehen. Wir denken auch an diesen Morgen an alle, die trauern. Sei mit ihnen und erfülle sie mit deinem Trost. Hilf uns, einen Weg zu finden, wie wir sie unterstützen können und ihnen helfen können, wieder Freude am Leben zu finden. Herr, du kennst die Herzen unserer Gemeinde. Du weißt, wie es weitergehen soll. Bitte gib Weisheit und größeres Vertrauen zu dir. Wir wollen ein Leuchtturm in der Dunkelheit dieser Zeit sein. Lass unser Licht nicht ausgehen, sondern bekräftige es mit deinem Geist. Und wenn in Andacht und Gebet das Herz am Gnadenthrone fleht, hilf, dass die Andacht wahr und treu, das Flehen des Amens würdig sei. Wir bitten jetzt um deinen Segen auf diese Andachtszeit. Lass sie in deinem Namen geschehen. Amen. Nehmen wir noch unser Gesangbuch und drehen zu Nummer 301. Mir ist Erbarmung widerfahren. Thank you.
wieder mitsingen und euch begrüßen kann. Und Joachim ist auch leider nicht gesund zurzeit. Es trifft uns einmal alles gleichzeitig. Unser heutiger Bibelabschnitt ist aus Lukas 17, Verse 5 bis 10. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzele dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. In diesem Bibelabschnitt finden wir Jesus umringt von seinen Jüngern im Gespräch über Glauben, Gehorsamkeit und Gnade. Um einen volleren Blick von diesem Bild zu bekommen, muss man ein paar Kapitel zurück im Lukas-Evangelium blättern. Jesus war zum Haus eines Pharisäers zum Abendessen eingeladen. Und dort haben dieser extrem fromme Gastgeber und seine Kollegen beobachtet, wie er einen Kranken am Sabbattag heilte und einige Geschichten erzählte, die die Religiösen in einem nicht gerade positiven Licht schilderten. Nun lauerten die Pharisäer andauernd im Hintergrund und lauschten nach irgendeiner Behauptung, schauten nach irgendeiner Tat, für die sie ihn anklagen könnten. Indessen fanden sich auch zu Jesus aber auch Zöllner und andere, die damals als Sünder abgeschrieben wurden. Menschen, die in seinen Botschaften einen Klang von Hoffnung hörten, dass im Reich Gottes vielleicht doch Anteil war für sie. Und gleichzeitig war es Jesus bewusst, dass er nur noch kurze Gelegenheit hatte, seinen Jüngern alles Nötige zu lehren, damit sie sein Werk weiterführen könnten, wenn seine irdische Lebenszeit um war. Also waren da ständig drei Gruppen um ihn herum, die sich nach seiner Aufmerksamkeit bewarben. Die religiösen Machthaber mit ihrem ständigen Kritisieren, die moralisch Benachteiligten, die in seiner Gegenwart Heilung und Befreiung fanden, und die Jünger, die eifrig versuchten zu kapieren, was er ihnen beibringen wollte. In diesem Moment bitten diese in ihrer Verzweiflung, Herr, mehre unser Glauben. Das ist doch eine gescheite Bitte, oder? Wer könnte nicht etwas mehr Glaube gebrauchen? In dem Gebiet kommen wir alle ja immer wieder zu kurz, nicht wahr? Wer hält nicht hin und wieder inne und fragt sich, ist dieses alles wirklich wahr oder klammere ich meine Hoffnung an ein Märchen? Wenn wir sehen, wie immer wieder Unglück die guten, göttlichen Menschen trifft, genauso wie die Gottlosen, wenn oft sogar die Lügner und Betrüger immer reicher werden, während Ehrlichkeit und Großzügigkeit einen von Erfolg und Wohlstand zurückhält, dann geratet unser Glaube doch etwas ins Wanken. Wenn man entscheiden muss, was zu tun, entweder das Bequeme, Sichere, Akzeptable oder das, was der Glaube uns als richtig zeigt, dann zögert meist jeder von uns und überlegt den nächsten Schritt erstmal gründlich. Es wäre doch wunderbar, wenn wir etwas mehr Glaube hätten, sodass wir automatisch reagieren könnten. Dies ist, was Gott von mir erwartet und ich werde es tun. Ja, wir könnten alle mehr Glaube gut gebrauchen. Ein bisschen mehr Glaube, um die nagenden Zweifel zu bekämpfen.
Glaube, um uns ruhig zu halten, wenn so viel Beängstigendes auf der Welt passiert. Ein bisschen mehr Glaube, um die dunklen Sorgen zu vertreiben, die uns des Nachts wach halten. Und es scheint richtig und gut zu sein, solch eine Gabe von mehr Glaube von unserem Herrn zu wünschen. Es scheint richtig und gut zu sein, unsere Schwachheit im Glauben zu bekennen und uns zu ihm zu wenden, für den Mut, den wir brauchen. Wie das Kind, das am Rand vom Schwimmbecken steht, das sich vom Vater ermutigen lässt, seiner fürsorgenden Gegenwart zu trauen und ins Wasser zu springen. Ach ja, Herr, nähre unseren Glauben. Und die Jünger hatten auch guten Grund zu meinen, dass ein stärkerer Glaube in den kommenden Zeiten gut zu gebrauchen sein könnte. Ihr Meister fiel in der Zeit unter der Menschheit immer mehr und mehr auf und nicht immer in positiver Weise. Ja, viele drängten sich an ihn, um Heilung und Hoffnung zu empfangen, und das war schön und gut. Aber die Behörden merkten auch immer mehr auf seine Worte und Taten und machten es deutlich, dass sie nicht amüsiert waren. Es hing immer mehr Spannung in der Luft. Und im Gebiet von römischer Macht war irgendeine Unruhe in der Gesellschaft sehr gefährlich. Die Jünger wollten also wissen, ist dieser Jesus wirklich der Messias, auf den sie so lange gewartet hatten? Wird das Reich Gottes, von dem er redet, nun wirklich in Erfüllung kommen? Ist eine Zukunft als seine Nachfolger wirklich etwas, woran sie ihre Hoffnung, ihr ganzes Leben anvertrauen sollten? Ein klein wenig mehr Glaube, das würde nun hilfreich sein. Ist uns Jesu Antwort vielleicht etwas unerwartet? Ihr braucht nicht mehr Glaube, sagt er ihnen. Wenn ihr auch nur ein kleines bisschen Glaube hättet, so wie ein Senfkorn, dann könntet ihr eine Kraft engagieren, so mächtig wie ein Hurrikan, der einen Baum ins Meer versetzt. Ein kleinstes Körnchen Glaube genügt, um die ganze Landschaft unseres Lebens zu verwandeln, um eine erstaunlich transformierende Kraft auszulösen. Denn es hängt nämlich gar nicht um unseren eigenen Glauben ab. Gott sei Dank, sonst wäre die Welt ja wirklich verloren. Es kommt gar nicht in Frage, wie viel Glaube wir haben oder wie stark er ist. Die Bibel enthält viele Geschichten über die kleinsten Dinge, die Gott gebraucht, um seinen Willen weiterzuführen. Der Stein, den der junge David in seine Schlinge legte, als er dem türmenden Riese Goliath entgegenging, war wirklich nur eine Kleinigkeit. Das letzte bisschen Mehl und Öl, das die Witwe zu Zarpat gebrauchte, um dem Propheten Elias ein Brot zu backen, war nur eine Kleinigkeit, fast gar nichts. Die 5 Brote und 2 Fische, die der Junge dem Meister gab, um über 5000 Menschen zu speisen, war nur eine Kleinigkeit. Die letzte Münze, die die arme Witwe am Tempeleingang in die Kollekte fallen ließ, war nur eine Kleinigkeit, fast gar nichts. Aber Gottes Unternehmen ist schon immer gewesen, große Wunder mit unseren Kleinigkeiten zu tun. Ihr braucht nicht mehr Glaube, sagt Jesus seinen Nachfolgern. Das kleine bisschen, das ihr schon habt, genügt. Es fehlt nur, dass ihr es mir überreicht. Um uns zu erklären, wo wir gegenüber Gott, unserem Gott stehen, deutet Jesus auf die Beziehung zwischen Meister und Knecht. Nach seiner Tagesarbeit auf dem Feld kehrt der Knecht nicht ins Haus und sagt, so Meister, nun können wir uns an den Tisch setzen und uns Essen bringen lassen. Nein, er wäscht sich die Felderde von den Händen, bindet sich eine Schürze um und serviert dem Meister das Abendessen. Denn er ist nur ein Diener. Wir sind Gottes Diener. Er hat uns gegeben, was wir nötig haben,
für die Arbeit, die er für uns berufen hat. Es ist nicht unser Recht, um mehr zu verlangen. Wir sind berufen, einfach unsere Schürzen umzubinden und weiter zu dienen. Denn wenn man es sich richtig überlegt, steckt hinter dem Verlangen nach mehr Glauben eine tiefere, selbstsüchtige Gier nach Kontrolle, nach Macht über die Situation, sodass alles nach unserem eigenen Gefallen auskommen soll. Wenn ich nur mehr Glaube hätte, dann könnte ich sicher sein, ob dieser Weg, den ich gewählt habe, der richtige sei. Dann bräuchte ich nicht mit jedem Schritt mein blindes Vertrauen auf Gott zu legen, der allein den Weg weiß. Wenn ich nur mehr Glaube hätte, würden alle meine Gebete beantwortet werden nach meinem Wunsch. Dann wären mir all die schweren Lektionen in der Leidensschule erspart. Das lange, geduldige Warten, bis Gott alles zum Besten für mich wirkt. Wenn ich nur mehr Glaube hätte, dann könnte ich solch ein super Nachfolger sein, der mutig in gefährliche Missionsgebiete zieht und dort der frohen Botschaft zeugt. Dann könnte ich die Welt richtig verbessern. Ja, wenn wir tief hinter dem Wunsch nach mehr Glauben graben, dann bekommen wir zu sehen, dass darin ein Kern derselben Sünde steckt, mit der es damals im Garten Eden angefangen hatte. Das Vergessen, dass Gott Gott ist und wir nicht. Niemals wir. Da steckt dieselbe Versuchung, gegen die Jesus in der Wildnis gekämpft hatte. Die Versuchung, die Macht zu nehmen und alles zu kontrollieren, anstatt demütig Gottes Willen zu tun. Wir, die wir so bekannt mit dem Evangelium sind und schon ein Leben lang als gläubige Nachfolger Jesu gelebt haben, können leicht etwas zu freundlich, etwas zu gemütlich mit unserem Heiland umgehen. Ja, Jesus ist gewiss unser Freund, der uns beisteht. Und durch seine Gnade dürfen wir in Gottes Gegenwart treten und ihn unseren Aber Vater nennen. Ja, er hat uns versprochen, wie in Johannes 15 steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden.